Liebe. Ja, hallo und guten Abend, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Vinaba Talk. Die erste Reihe, die wir dieses Jahr starten, pünktlich, kurz vorm Sommer, werden wir uns mit der Haftung als Energieberater beschäftigen. Eine Thematik, die uns im Alltag hoffentlich nicht berührt, aber die wichtig ist und immer wichtiger wird, wenn es denn zum Schadensfall kommt. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir uns mit dieser Thematik etwas näher beschäftigen und versuchen auch zu sensibilisieren für die wichtigsten Punkte, die uns, wenn sie uns ereilen, so ereilen, dass wir gut vorbereitet sind. Das werden wir nicht alleine machen, sondern wir haben heute Frau Silke Schweikert von der Firma Assmann motivieren können, uns zu begleiten und auch Frage und Antwort zu leisten, wenn wir vielleicht nach einem kurzen Impulsvortrag in die Diskussion gehen. Dazu laden wir recht herzlich ein, dass wir diskutieren miteinander aus unserem Alltag, damit wir Hilfestellung bekommen und unterschiedliche Perspektiven eröffnen. Und damit wir eine Grundlage finden, worüber wir diskutieren können, habe ich mal einen Fall aus der Praxis genommen, der gerichtlich entschieden worden ist vom Oberlandesgericht in Düsseldorf am 8.10.2021 mit dem Aktenzeichen 22 U6621. Was ist dort in dem Fall passiert? Ein Energieberater wurde von einer WEG beauftragt für die Planung einer PV-Anlage. Die Leistung des Energieberaters war die Planung und die Bauüberwachung dieser Photovoltaikanlage. In die Planung gehörte auch die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Er hat für die WEG und für die zur Verfügung stehenden Energieertragsflächen aus dem gesicherten Stand einen solaren Ertrag von 75.000 Kilowattstunden berechnet. Nach ein, zwei Jahren hat man die Anlage ins Monitoring gegeben und festgestellt, der Realertrag der Photovoltaikanlage beträgt nur 15.000 Kilowattstunden. Also deutlich weniger als das, was der Energieberater in seiner Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde gelegt hat. Und jetzt hat man angefangen, sich zu streiten. Warum streitet man sich? Aufgrund der Wirtschaftlichkeitsberechnung des Energieberaters hat man sich dazu entschlossen, die Photovoltaikanlage auf die Dacheinrichtung zu implementieren. Der Fokus lag auf die Wirtschaftlichkeit. Das waren die starken Argumente, warum man eine solche Anlage kaufen und einbauen wollte. Und jetzt war der Haftungsgrundlage, die uns aus versicherungstechnischer Sicht berühren, die fehlerhafte Wirtschaftlichkeitsberechnung. Denn hätte die Anlage, so wie sie im Realbetrieb schon in der prognostizierten Ertrag gewesen, hätte sich die WEG nach ihrer Auskunft dagegen entschieden. Also stehen wir vor der klassischen Thematik, die Planleistung ist fehlerhaft gewesen. Schadenssumme, der Minderertrag, der zu verzeichnen ist. Und die Frage, die wir jetzt am Eingang erörtern wollen, bin ich denn, wenn ich als Energieberater eine solch fehlerhafte Planleistung abgebe, dafür haftbar und etwas weiter gefasst, versicherbar? Weil das Urteil hat ja schon gesagt, ich bin dafür haftbar. Also wer trägt die Kosten? Und das können wir nicht alleine beurteilen, weil wir unterschiedliche Anforderungen und Sichtweisen auf unsere Versicherung haben. Also wollen wir uns doch mal aus versicherungstechnischer Sicht einmal erläutern lassen, wie geht eine Versicherung mit diesem Fall um. Und dafür haben wir Frau Silke Schweikert von der Firma Assmann, die sich spezialisiert haben
auf Energieberater. Und Energieberater ist ja nicht ein einfaches Berufsbild, sondern breit gefächert, je nachdem, aus welchem Ausbildungsgrad wir kommen. Deswegen heißen wir Frau Schweikert herzlich willkommen. Und gerne holen Sie uns ab in die Welt der Versicherung. Hallo Herr Glitzke, erstmal freue ich mich, heute dabei sein zu dürfen und meine Versicherungswelt etwas darlegen zu dürfen, und zwar in einer hoffentlich verständlichen Art und Weise, weg von der Bürokratie, sondern mal so, wie es tatsächlich da auch ist und vernünftig in Worte gefasst. Ja, fange ich ganz einfach mal an. Das Wichtigste, was wir wissen müssen im Versicherungsbereich, ist als erstes das Thema natürlich Haftung. Der Gesetzgeber sagt, jeder, der einem anderen etwas antut, egal in welcher Art und Weise, haftet dafür. Da gibt es den BGB 823, der baut auf Schuldrecht auf. Dann haben wir noch ein Vertragsrecht, das gibt es noch parallel dazu. Aber Fakt ist, nach Paragraph 823 BGB haftet jeder für sein Verschulden. Wenn er nichts dafür kann, dann kann er auch nicht dafür eine Schadensersatzforderung erlangen. Dann sagt jeder Richter, nein, der kann nichts dafür, der hat alles getan, um Schaden abzuwenden. Er hat keinen Verstoß begangen oder sonst irgendwas. Da kann man ihn jetzt nicht haftbar für machen. Aber liegt ein Verschulden vor, und das ist der Grund dessen, da fängt die Haftung dann an. Also jeder Energieberater haftet somit vollumfänglich mit allem, was er tut, vor dem Gesetzgeber. Jetzt müssen wir davon ausgehen, was sagt der Versicherer? Die Versicherung stellt die Deckung dar. Die sagt also, auf der linken Seite haftest du, das sagt der Gesetzgeber, und wir übernehmen jetzt Bereiche aus dem Teil der Haftung, nicht alles. Wir wissen, dass Vorsatz nicht versichert ist. Ne? Das ist also oder Alkoholkonsum ist auch nicht versichert. Drogenmissbrauch ist nicht versichert. Wenn aufgrund dessen, wenn ich unter Alkohol stand, einen Verkehrsunfall baue, obwohl da gibt es heute schon Ausnahmen, die das tatsächlich begrenzt mitversichern. Also es ist wichtig, dass man auch weiß, dass nicht nur, weil ich gesetzlich für etwas hafte, dass es da auch gleichzeitig von der Versicherung her Versicherungsschutz, also Deckung gibt. Das beides ist nicht automatisch gleich. Kommen wir zu dem Fall, den der Herr Klitzke gerade genannt hat, vom Oberlandesgericht in Düsseldorf. Also ein Energieberater muss aufgrund fehlerhafter Wirtschaftlichkeitsberechnung haften, wenn der Käufer bei Kenntnis des Fehlers keine Maßnahme hätte vornehmen lassen. Also heißt das auf Deutsch, in dem Moment, wenn der Kunde, der Käufer, die WEG gewusst hätte, dass da nur 15.000 kW bei rumkommen, hätten sie ja sich auf die Maßnahmen nicht eingelassen, den Vertrag nicht unterschrieben, hätten gesagt, wir machen das nicht. Ne? So, die Wirtschaftlichkeitsberechnung erfolgen auf Prognosen. Allerdings, wenn das Ergebnis so eklatant von der Prognose abweicht, kann von einer fehlerhaften Beratung gesprochen werden. Das heißt also, das ist so eklatant abweichend, dass man nicht mehr von der Prognose hier in dem Bereich sprechen kann. Also leichte Abweichungen können ja immer passieren, da kann man keinen Schuld für geben. Aber in dem Fall ist das eklatant, sodass wir hier von ausgehen können, dass wir von Schuld reden. Das heißt, es liegt ein Fehler, ein Verstoß, ein Verschulden des Energieberaters vor. Soweit sind wir schon mal. Das ist die Grundlage, wo der Versicherer prüft und sagt, ja okay, unser Kunde ist schuld, schauen wir jetzt mal weiter. Jetzt stehen ja folgende Sachen zur Debatte. Einmal der Schaden durch die nicht erreichte, prognostizierte 75.000 kWh. Das heißt, da gibt es ja eine Differenz dazu. Das hat Herr Klitzke gerade auch erwähnt. Dann das Honorar des Energieberaters, weil das soll er zurückzahlen, weil er hat ja seine Leistung nicht erbracht. Und die neue, nicht so leistungsfähige Heizung in Verbindung mit der Solaranlage. Das heißt, die haben ja eine Heizungsanlage eingebaut in Verbindung mit dieser Solaranlage, und diese Heizung bringt aber nicht die Leistung. Auch das ist ja im Grunde genommen Schaden. So, wie geht jetzt der Herr Versicherer, unser Versicherer, egal welcher Versicherer, daran? Er schaut als erstes, okay, Schuld hatten wir, jetzt gehen wir weiter. Wenn das Ziel eines Vertrages, weswegen der Vertrag oder der Auftrag überhaupt zu tragen kommt, nicht erreicht wird, handelt es sich um einen sogenannten Erfüllungsschaden. Dieser ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Das heißt, der Vertrag ist ja ursprünglich nur zustande gekommen, weil er ja gesagt hat, das Ziel sind die 75.000 kWh und nicht die 15.000 kWh. Das ist so, wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, weil es irgendwo rappelt, und nach 14 Tagen hole ich mein Auto wieder ab, es rappelt immer noch, das Ziel ist nicht erfüllt worden, muss dafür die Werkstatt gerade stehen, aber der Versicherer bezahlt dies nicht.
den Ausfall oder das Nicht-Erreichen des reparierten Fahrzeuges. Und genauso ist es hier. Diese Erfüllung, das ist das, der Vertrag, weswegen es geschlossen wurde, also der ursprüngliche Auftrag ist nicht erreicht worden, das ist der sogenannte Erfüllungsschaden, welcher in keiner Versicherung versichert gilt. Kommen wir weiter. Der Energieberater muss das Honorar den Geschädigten zurückerstatten. Auch das ist ganz interessant. Das ist ja sein eigener Schaden. Er selber hat ja sein Honorar nicht erreichen können, sondern muss es wieder abgeben. Er hat ja keinen Drittschaden. Eine Haftpflicht zahlt ja immer nur, wenn ich Schäden gegen Dritte habe oder in dem Moment, wenn ich jemand Drittes schädige, mein Gegenüber, dann wird die Haftpflicht greift ein, also kommt zu tragen. Hier in dem Bereich ist es so, dass er ja sich selber geschädigt, indem er das Honorar wieder zurückzahlen muss. Hier reden wir also von so einem genannten Eigenschaden. Das ist so, als wenn der Handwerker auf der Baustelle ist und sein eigenes Werkzeug beim Reparieren kaputt macht. Das ist defekt, kann nicht mehr genutzt werden. Dann hat er auch einen sogenannten Eigenschaden. Dafür kommt nicht die Versicherung auf. Kommen wir zum nächsten. Das ist die Heizungsanlage und die Solaranlage. Die Kosten der Errichtung der Solaranlage stellen den reinen monetären Schaden dar. Also das ist hier der tatsächliche Schaden, der von der Versicherung übernommen wird. Diese Kosten gehören zu dem Bereich der Vermögenshaftpflichtversicherung und sind dem zuzuordnen. Die Errichtung einer neuen Heizungsanlage kann nicht geltend gemacht werden, da es keine Anlage gibt, die die zugesagte Leistung erbringen kann. Das ist natürlich jetzt Pech für die WEG, weil die brauchen gar keine Ersatzheizung einbauen. Das wird nicht funktionieren in dem Moment, weil es gibt keine Heizungsanlage, die diese 75.000 kWh überhaupt erreicht. Das heißt, es ist auch kein tatsächlicher Schaden in dem Bereich da. Dazu kommt, dass die Anlage schon spart, zukünftig und langfristig. Und auch hier natürlich dem Kunden, also der WEG, Kosten einspart, weil wir auch davon ausgehen können, dass die Strompreise steigen. Also, ein Rückbau der Heizung ist nicht möglich, weil keine Alternative, also kann auch nichts geltend gemacht werden. Und von daher ist das auch nicht das Thema der Versicherung. So, und jetzt kommt man natürlich ins Trudel und fragt sich, hier ist ja schön, die Kosten für die Solaranlage, für den Aufbau der Solaranlage werden übernommen, aber was übernimmt die Versicherung sonst noch? Das ist ja alles ein bisschen dürftig. Also habe ich mal gesagt, wir fangen mal an mit was wäre wenn. Erstens, es eine Heizungsanlage gäbe, die die Leistung erbringen könnte. Das heißt, die WEG hätte eine tatsächliche Alternative. Den zweiten Fall nehmen wir an, fehlerhafte Fachplanung zu einem Schaden am Dach geführt hätten. Oder das Dach durch die fehlerhafte Planung der Solaranlage einsturzgefährdet wäre. Gehen wir mal zu diesen Fällen weiter. Also, was wäre, wenn eine neue Heizung die zugesagte Leistung erbringen könnte? Der Rückbau wäre der monetäre Schaden und der reine vermögenshaftlich zuzuordnen. Das heißt, die fehlerhafte Heizung muss herausgenommen werden und zurückgebaut werden. Das würde der Versicherer bezahlen. Die neue Heizung einzubauen würde der Versicherer nicht zahlen, weil das wäre ja ein Kostenfaktor, den der Kunde sowieso hätte tragen müssen, so oder so. Weil das hätte er auch bezahlt, wenn alles richtig gelaufen wäre. Eventuelle Zusatzkosten, die durch den Rückbau entstehen, wie zum Beispiel ein Betriebsausfall bei einem Geschäft, das heißt, das Geschäft kann 30 Tage nicht geöffnet werden durch die Umbauten, das sind zusätzliche Kosten, die würde der Versicherer dann als Folgekosten auch tragen. Nehmen wir das nächste Beispiel. Was wäre, wenn eine fehlerhafte Fachplanung zu einem Sachschaden am Dach führen würde? Nehmen wir an, die Solaranlage ist fehlerhaft geplant worden und beim Installieren ist es zum Sachschaden an den Dachpfannen gekommen. Also da ist es wieder so, dass der Energieberater eine Betriebshaftpflicht hat und auch die Sachschadendeckung aus planender Tätigkeit des Energieberaters. Solche Versicherungen gibt es. Da sind halt diese planenden Tätigkeiten in einer ganz normalen Betriebshaftpflicht implantiert. Oder er hat eine Berufshaftpflicht für Energieberater. Und hier sind ja Personen-, Sach- und Vermögensschäden gedeckt. Das heißt, durch diese Tätigkeit, weil er verkehrt geplant hat und da ist ein reiner kleiner Sachschaden entstanden, das ist dann darüber über eine herkömmliche Berufshaftpflicht gedeckt oder eben über ein System. Es gibt solche Konzepte auf dem Markt, die eine ganz normale Betriebshaftpflicht haben und diese planende Tätigkeit in dem Rahmen mitversichert haben. Da müsste ich dann auch erstmal noch gar keiner Sorgen machen.
So, was wäre denn, wenn das Dach aufgrund von fehlerhaften Planungen einsturzgefährdet gewesen wäre? Das heißt also, es ist eine Planung gemacht worden vom Energieberater, der hat die Empfehlung abgegeben, man sagt, die und die Solaranlage, hat sich vorher das Dach anguckt, alles Berechnung, alles teure, jetzt kommt die Statik zu tragen. Und das ist nicht richtig und das ist auch nicht versicherbar, normalerweise. Das heißt also, in der Vergangenheit ist es so gewesen, dass nur Ingenieure und Architekten diesen Bereich versichert gehabt hätten. Alles, was mit Bauphysik und mit Statik zu tun hat, also alles, was in den Bereich eines Ingenieurs eingreift, in das Berufsfeld, ist bei den herkömmlichen Berufshaftpflichtversicherungen sowie Betriebshaftpflichtversicherungen ausgeschlossen. Die gibt es einfach in Bedingungen nicht drin. Da gibt es nur eben die Berufshaftpflicht für Architekten und Ingenieure nach HOAI. Darüber wäre man abgesichert. Das heißt, der Handwerksmeister mit seiner normalen Berufshaftpflicht oder Betriebshaftpflicht hat gerade diese Schäden nicht gedeckt. So. Gute Nachrichten, das ist geändert worden. Wir haben ein Produkt, was Abhilfe leistet. Gehen wir aber erstmal davon aus, nochmal ein bisschen näher fürs Verständnis. Was gab es denn bisher an Versicherungen und wie sieht eigentlich für jeden Einzelnen eine optimale Lösung aus? Weil nicht jeder macht ja alles und das Gleiche. Gehen wir mal rein. Wir haben hier verschiedene Varianten. Die erste habe ich gerade benannt. Das ist eine Betriebshaftpflicht. In dieser Betriebshaftpflicht ist zum Beispiel für eine beratende Tätigkeit, die eines Energieberaters, die Vermögenshaftpflicht mit dabei. Das heißt, ich erstelle einen Energieausweis. Nehmen wir mal an, ich bin ein Heizungsinstallateur, habe eine Vermögenshaftpflicht in meiner Betriebshaftpflicht dabei. Dann kann ich einen Energieausweis ausstellen. Ich kann ein bisschen beraten. Vielleicht gibt das Deckungskonzept noch eine Fördergeldberatung her, Antragstellung und dann ist alles gut und ich kann zufrieden sein. Jetzt geht es aber ein bisschen weiter. Ich erweitere das Ganze halt, ich mache ein paar Planungen dabei, alles Planungen, die nicht im Architekten- und Ingenieurstätigkeit in dieses Berufsfeld fällt und habe dann eine sogenannte Berufshaftpflichtversicherung. Auch klasse. Da kann ich wunderbar mit umgehen. Oder ich habe, wie gesagt, eine sogenannte Sachschadendeckung in meiner Betriebshaftpflicht mit drin. Das heißt, so kleine Schäden wie gerade, dass da am Dach eine Dachpfanne kaputt ist, ein Gebäudesachschaden im kleinen Bereich entstehen, ist alles versichert. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Gedanken muss ich mir erst machen, wenn ich mit einer effektiven Planung anfange. Da fängt es an beim ISFP, beim individuellen Sanierungsfahrplan, beziehungsweise mit der energetischen Fachplanung. Und das war bisher in dem Rahmen nur versicherbar wieder für Architekten und Ingenieure. Und das ist neu. Das ist geöffnet, sodass auch bauphysikalische Berechnungen, statische Berechnungen, zum Beispiel bei Wärmebrückenkonzepten oder bei Lüftungskonzepten sowie der Errechnung für Solaranlagen etc. pp. Alles mitversichert gilt. Das heißt, man muss sich keine Sorgen machen und sich überlegen, was von dem, was mache ich jetzt eigentlich, gehört mit in den Bereich eines Ingenieurs oder eines Architekten und wäre dann nicht versichert. Wir reden immer von Leistungsphasen nach HOAI. Das sind die sogenannten Bauphasen. Einige von Ihnen wissen sicherlich, das einzuordnen, andere nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Deswegen habe ich mir erlaubt, diese einfach noch einmal aufzuführen. Diese Leistungsphasen sind einfach nichts anderes als Bauphasen. Das heißt, die Tätigkeiten eines Architekten und Ingenieurs werden dort gegliedert. Das ist die Grundlagenermittlung, Vorplan mit Kostenschätzung, Entwurfsplanung inklusive Kostenberechnung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung, Bauüberwachung und die Dokumentation und die Objektbetreuung. Das kommt Ihnen sicherlich bekannt vor. Das ist nämlich nichts anderes im großen Rahmen. Die Baubegleitung, eben die energetische Fachplanung, gibt all das wieder her. All das ist einzuordnen, alle Tätigkeiten in diese Leistungsphasen wie eine Blaupause zu übertragen. Und genau da fängt das Problem an. Wir kriegen keine Abgrenzung. Wir können nur sagen, das macht ein Architekt und ein Ingenieur. Und damit haben wir dann den Ausschluss oder den Einschluss, je nachdem, was für einen Versicherungsumfang wir gewählt haben. Das Konzept mit der Ingenieurs- und Architektdeckung kann man sozusagen als die Vollkasko sehen, die Vollkasko für Energieberater. Jeder Energieberater, der in eine Fachplanung, Detailplanung, ESP-Planung oder eben eine energetische Fachplanung nach KfW macht, sollte immer darauf achten, dass er eine Vollkaskoversicherung hat und das ist eine Architekten- und Ingenieursdeckung. Was ist da zum Beispiel versichert? Zum Beispiel Fachplanung zur technischen Gebäudeausrüstung, Wärmebrückenminimierung, bauphysikalische Untersuchung,
Zum Beispiel Simulation zum Feuchtetransport in Bauteilen, Luftdichtheitskonzepte, Lüftungsanlagen. Zum Beispiel Beratungsleistungen, Bewertung von Planungsvorschlägen, weitere Planungsbegleiter. Das heißt also, ich habe noch andere Gewerke dabei und involviere mich in diese Planung mit allen. Das mache ich ja nichts anderes als beim ESP-Plan. Da organisiere ich ja auch teilweise die Gewerke und Abläufe. Wie lange braucht man was, wofür? Gut, also kurzum, Fazit ist, die gesamte energetische Fachplanung gemäß Infoblatt der KfW 6.1, da kann der Klitzke bestimmt gleich noch Näheres zu sagen, ist im Grunde genommen in diesem Bereich ein Sorglospaket und über die Vollkasko einer Architekten- und Ingenieursdeckung versichert. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Das Einzige, was immer bleibt, ist, dass der Erfüllungsschaden nicht versichert gilt. Das heißt, wenn ich dem Kunden sage, du sparst so und so viel und der Kunde deswegen den Vertrag unterschreibt und ich erreiche dieses Ziel nicht, ist das Ziel nicht versichert. Aber alles Schlimme oder alle Sachen, die auf dem Weg zur Zielerreichung passieren können, Schäden, die entstehen können, gelten versichert. Selbst Schäden, die erst nach 3-4 Jahren auftauchen, zum Beispiel Feuchtigkeit oder Schimmel. Womit kann ich denn rechnen bei so einer Versicherung? Ich habe Personen-, Sach- und reine Vermögenshaftpflichtschäden wie bei einer Berufshaftpflicht. Ich habe die 3 Millionen für die Personenschäden und kann wahlweise bis 1 Million für Sach- und Vermögensschäden inklusive der Fördergeldberatung wählen. Ich habe ein Jahr Rückwärtsversicherung, wenn ich mich erstmalig in dem Bereich versichere. Unbegrenzte, uneingeschränkte, auf den Erben übergreifende Nachhaftung bei Beendigung der Tätigkeit. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das heißt, ich beendige meine Tätigkeit, gehe in Rente oder gebe auf. Oder zum Beispiel muss ich leider das Unternehmen, meine Nachkommen, meine Erben schließen, weil ich verstorben bin. Dann ist es ja so, dass ich ja trotzdem Schäden angerichtet habe. Und der Erbe nimmt jetzt praktisch das an, indem er das Erbe annimmt. 2 Jahre später kommt zum Schaden zu Trage. Und es wird ein Haftungsanspruch an meinen Erben gestellt. Der Erbe kann letztendlich nicht wirklich dafür gerade stehen müssen, aber letztendlich hat er einen Rechtsstreit zu bewältigen. Da hilft dann der passive Rechtsschutz zum Beispiel. Wir haben 5 Jahre nach Projektabschluss ist eine Nachhaftung mit dabei. Das heißt, wenn ein Spätschaden auftaucht, Feuchtigkeit zum Beispiel, dann ist das nach 5 Jahren immer noch versichert. Schäden aus der Nutzung von Bausoftware ist auch ganz wichtig. Die Digitalisierung nimmt überall ihren Lauf. Ich benutze die Bausoftware. Wie schnell kann da ein Fehler unterlaufen? Und gerade dann auch noch in dem Bereich ein Fehler, den ich vielleicht immer wiederhole, weil er mir gar nicht sofort auffällt. Da kommt es dann auch darauf an, wie hoch ist eigentlich mein Serienschaden versichert. Dann haben wir die Nutzung von Flugdrohnen bis 5 Kilogramm. Auch das ist ja in dem Bereich nicht unerheblich. Vieles wird ja innerhalb von Flugdrohnen zum Beispiel zu sehen, das Objekt, wie ist das Dach, ne? Wie sieht das von oben aus, von der Statik her etc. Was in dem Bereich auch ganz wichtig ist, dass wir die Persönlichkeitsrechtsverletzung dabei mit versichert haben. Gerade bei Flugdrohnennutzung ist das ruckizucki gegeben, wenn der Nachbar beim Sonnenlicht uns zum Beispiel sagt, ich bin aufgenommen worden, ich fühle mich in meinem Persönlichkeitsrecht verletzt. Dann haben wir eine prämienfreie Bürohaftpflicht mit enthalten, eine Privathaftpflicht ist auch dabei und Audits sind mitversicherbar. Die müssen nur im Vorfeld genannt werden, dann schließen wir sie entsprechend benannt mit ein. Ganz wichtig, wo mir das Herz nochmal dran liegt, ist der passive Rechtsschutz. Das muss auch jeder wissen. Wenn ich keine Ingenieurs- oder Architektendeckung habe und es wird ein Haftungsanspruch an mich gestellt und der Versicherer sagt, nein, aber unser Kunde ist gar nicht schuld und lehnt das ab, kriege ich aber trotzdem passiven Rechtsschutz zur Verfügung gestellt. Weil nur weil der Versicherer es ablehnt, heißt das ja nicht, dass nicht die Haftung rein rechtlich über den Rechtsanwalt meines Gegners weiter an mich gestellt wird. Das heißt, ich brauche eine Rechtsvertretung, einen Rechtsanwalt. Und Baurecht kriege ich nicht über einen Firmenrechtsschutz versichert. Ich kenne keinen Versicherer, der Baurecht im Firmenbereich versichert. Das ist zu teuer. Das heißt, wenn ich eine Ingenieurs- und Architektendeckung habe und dieser Anspruch, ein Regress an mich gestellt wird, weil die Schadensursache angeblich aus diesem Bereich resultiert, habe ich immerhin den passiven Rechtsschutz und kann abwehren. Das übernimmt der Versicherer dann. Und sollte es sich herausstellen, dass der Schadensersatzanspruch trotzdem berechtigt ist, zahlt der Versicherer dann auch. Ansonsten habe ich diesen Versicherungsschutz nicht und es wird ein Anspruch ursächlich aus der Ingenieursfachplanung zum Beispiel an mich herangestellt, aufgrund eines bauphysikalischen Berechnungsfehlers.
dann habe ich ein Problem, weil dann kann ich den Rechtsschutz selber zahlen. Und diese Streitigkeiten gehen untereinander 1, 2, 3, 4 Jahre. Da sind sämtliche Gutachter noch dabei, aus den verschiedenen Bereichen, die alle mitreden. Welche Lösungen haben wir für den einzelnen Energieberater? Das heißt, ich bin Handwerksmeister, mache eine Energieberatung ohne energetische Fachplanung. Ich mache im Prinzip ein paar Energieausweise und ein bisschen Fördergeldberatung. Dann ist es wichtig, dass ich eine Vermögensschadenhaftpflicht versichert habe, gemäß dem bisherigen Konzept. Hier habe ich einen Schreibfehler drin, ich bitte dies zu entschuldigen. Das ist ein Schornsteinfegerkonzept gewesen, das habe ich nicht verbessert. Das gilt nicht für Sie, sondern hier gibt es andere Konzepte auf dem Markt. Beratung mit Einzelmaßnahmen, das heißt, ich übernehme zwar keine komplett energetische ISEB-Planung für diesen ganzen Bereich, aber ich mache Einzelmaßnahmen. Auch da sind ja bauphysikalische Berechnungen drin, unter anderem auch statische Berechnungen mit dabei. Auch da gibt es ein Produkt von unserer Seite her, was ein bisschen abgespeckt ist, weil wir nicht ganz so viel leisten müssen in dem Bereich. Das heißt, individuell darauf gestaltet auf und inklusive der Architekten-Ingenieursdeckung nach Hause. Und die Lösung für alle, die eine vollenergetische Fachplanung nach KfW zum Beispiel machen, mit ISEB-Planung, ist dann halt die Berufshaftpflicht, eventuell noch eine Betriebshaftpflicht, wenn noch ein anderes Gewerk dabei ist. Aber auf jeden Fall die Berufshaftpflicht inklusive der Architekten-Ingenieursdeckung gemäß der HAI. Und das bekommt jeder Handwerksmeister bei uns, auch wenn er selber kein Architekt und Ingenieur ist. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal zurzeit auf dem Markt. Das gibt es so nicht. Das war bisher auch nicht machbar. Es ist uns gelungen, das für exklusiv für die Energieberatung zu öffnen. Da bin ich höchstpersönlich auch sehr stolz drauf. Einfach nochmal eine Frage, warum die Deckung Architekten-Ingenieure gemäß der HOI 1 bis 9 eigentlich? Warum ist das eigentlich so wichtig? Ganz einfach. Man muss eins wissen, im Vertrag gilt nur die Tätigkeit gemäß der Bedingungen als versichert, nichts anderes. Das heißt, wenn ich eine Teilkasko fürs Kfz habe, dann bin ich eine Teilkasko und keine Vollkasko versichert. Punkt. Und genauso ist es hier auch. Habe ich ein normales Bedingungswerk hinterlegt, habe ich eine normale Berufshaftpflicht hinterlegt, dann habe ich keine Ingenieurs- und Architektendeckung versichert. Das heißt, alles, was in dieses Berufsfeld reinfällt, alle planenden Tätigkeiten nach HAI sind nicht versichert. Punkt. Das ist einfach so. Ja, und deswegen bin ich halt der Meinung, die Prüfung übernimmt nachher die Schadenabteilung. Kein Makler, kein Versicherungsvertreter, das macht kein Außendienst von irgendwo, sondern die Schadenabteilung eines Versicherers, die setzt sich hin, sind sie schuld, gibt es überhaupt eine Deckung dafür und die untersuchen diesen Fall, diese Ursachenfälle natürlich danach, wie kann ich einen Schaden ablehnen und nicht übernehmen. Und wenn entdeckt wird, dass da eben eine Ingenieurstätigkeit oder Architektendeckung dabei ist und man hat diese nicht, geht es direkt zum Ausschluss und man hat nicht einmal den passiven Rechtsschutz. Der sicherste Weg ist also, wenn ich in die energetische Planung reingehe, dass ich mich in eine Art Vollkasko versichere und das geht nur über eine Architekten- und Ingenieursdeckung. Mehr kann man auf dem Markt seinem Kunden nicht bieten und mehr kann man nicht mehr versichern zurzeit. Es gibt einfach nichts drüber hinweg. So, Hinweis ist also, darauf lege ich nochmal besonders Wert, dass auch jeder bereit ist, in dem Bereich sich beraten zu lassen, nicht einfach darauf zugehen und glauben, das ist jetzt das richtige Konzept für mich, sondern wirklich sagen, was mache ich eigentlich wirklich? Wie hoch ist der Anteil der einzelnen Tätigkeiten? Ich habe zum Beispiel eine Signatur von jemandem bekommen, da ist alles über Energieberatung, mit einmal steht da drin Busprogrammierung. Gehört gar nicht dazu, ist also nicht versichert. Da muss man dann Lösungen finden und die finden wir auch. Nebentätigkeiten, die erledigt werden, wie zum Beispiel Dachrinnenreinigung. Es gibt tatsächlich Energieberater, die Dachrinnenreinigung, Kleinreparaturen mit anbieten, weil sie vorher im Dachdeckerbereich auch tätig waren. Auch das, darüber können wir uns unterhalten, kann man mit einschließen, ist aber vorher nicht mit drin. Daher ist eine Beratung und ein Gespräch das Ausschlaggebende, sagen wir mal, die Basis aller, das ist das Sicherheitsnetz, was man hat. Und man sollte sich auch da an das entsprechende Fachpersonal wenden. Sie sollten sich vergewissern, dass Sie auch am anderen Ende mit Fachpersonal sprechen. Ja, ich würde sagen, ich bin da schon mal durch. Danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich stehe Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben. Können Sie mich anrufen und kontaktieren.
Und ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Abend und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. Ja, Frau Schweikert, erstmal vielen lieben Dank, dass Sie uns in die Welt der Versicherung und vor allen Dingen der Versicherungssprache eingeführt haben. Und zwei Dinge habe ich mitgenommen, die eine gewisse Unschärfe haben und die sich vielleicht nicht immer mit unserem Rechts- und Versicherungsschutzverständnis übereindecken. Das erste ist, dass man, selbst wenn man Leistungen ausführt und die nicht als HOI-Leistung deklariert, es aber im Rechtsstreit oder im Versicherungsschadensfall vom Rechtsassessor der Versicherung als HOI-Leistung deklariert werden kann. Ja. Und der zweite Fall, der zweite Terminus, den ich heute mitgenommen habe vom Anfang, war der Erfüllungsschaden. Das war ja der erste Vortrag, den wir als Fall etwas näher beleuchtet haben. Und ich nehme zur Kenntnis, ich bin nicht versichert, wenn ich den Erfüllungsschaden herausnehme. Was wäre aber, wenn dieser fehlerhafte oder die fehlerhafte Prognose und damit auch die fehlerhafte Wirtschaftlichkeitsberechnung auf Grundlage eines Softwarefehlers erfolgt wäre? Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ja, das ändert vieles, Herr Klitzke. Und zwar gibt es einen Softwarefehler, dann hat das was mit der Produkthaftpflicht zu tun. Kann ich nachweisen, dass diese fehlerhafte Berechnung aufgrund eines Softwarefehlers entstanden ist, muss man sich unbedingt mit dem Hersteller des Softwareherstellers in Verbindung setzen. Der hat eine sogenannte Produkthaftpflicht und kommt für solche Schäden auf. Der ist auch dafür haftbar zu machen. Das heißt, der Energieberater kann praktisch den Schaden abgeben. Okay, vielen Dank. Jetzt ist ja die Ertragsprognose oder die Wirtschaftlichkeitsberechnung eine der Haupttätigkeitsfelder eines Energieberaters, weil er ja eigentlich die Essenz der energetischen Planung in die Wirtschaftlichkeit hineinlegt. Und wir erfahren heute, das ist gar nicht versicherbar. Da gibt es auch keine Möglichkeiten, sich in die Versicherungsschutz hineinzubegeben. Also zurzeit nicht. Es ist ja so, Herr Klitzke, das ist so, dass der Erfüllungsschaden, die Arbeit als solches, nicht versicherbar ist, wenn ich einen Auftrag habe. Das ist das, was ich sagte, mit der Kfz-Werkstatt zu vergleichen. Mein Ziel, weswegen ein Vertrag nicht zustande kommt, nicht erfüllt, das ist nicht die Versicherung, die dafür aufkommt. Dann könnte ich ein Gewerbe anmelden, keine Ahnung davon haben, mache es einfach, bis ich erreiche und ich schaffe, bezahlt der Versicherer das. Also das ist nicht machbar. Aber in dem Bereich gibt es ja ein Ziel, ein wahnsinniges Feld und dieser Beruf entwickelt sich auch erst noch und somit auch die Versicherung und somit auch Lösungsansätze. Und wir sind ja jetzt gerade erst am Anfang. Und natürlich ist mir klar, dass gerade diese Wirtschaftlichkeitsberechnung, weil sie eben auf Prognosen beruft, eine eklatante Lücke für euch ist, für sie darstellt, für alle Energieberater. Und wie wir da eine Lösung in Zukunft darstellen können, weiß ich noch nicht. Ich arbeite aber daran und ob ich es darstellen kann, weiß ich auch nicht. Zurzeit ist aber Fakt, dass die Sache nicht versicherbar ist. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Das wären erstmal meine Fragen gewesen. Aber wir haben ja ein reichhaltig besetztes Auditorium und ich lese schon im Chat eine Frage vom Herrn Holz und vielleicht mag er sein Mikrofon öffnen und selbst die Frage stellen. Ansonsten übernehmen wir das gerne. Hallo? Genau. Dann versuche ich mal, die Frage zu formulieren. Und wenn ich sie richtig gelesen und verstanden habe, geht es wohl darum, dass ob der Versicherungsschutz, den ich wähle, nur für mich als Betriebsinhaber zählt oder auch für meine Angestellten, die sich in meinem Betrieb beschäftigen. Also wenn Sie als Betriebsinhaber eine Berufshaftpflicht abschließen für Ihre Firma, dann geht das über den Umsatz, also über Ihr Honorar. Und alle Mitarbeiter, die entsprechenden Qualifikationen haben, also Voraussetzung ist immer der zertifizierte Energieberater, sind dann mitversichert und gelten als mitversichert. Okay, das ist ein wichtiger Hinweis. Das heißt, wenn ich Hilfskräfte habe, wie zum Beispiel technische Zeichner, die nicht Energieberater sind, dann sind die auch nicht mitversicherbar, sondern... Ja, also
das ist genau, da fängt der Punkt nämlich an. Also von der Energieberatung gehen wir als Versicherer ja davon aus, dass derjenige rausgeht und eine komplette Planung erstellt. Wenn ich jetzt einen eigenen technischen Zeichner entsprechend anstelle und der für mich die technischen Zeichnungen übernimmt, nach meinen Vorlagen, so, und da schleicht sich dann Fehler ein in der technischen Zeichnung nach meinen Vorlagen als zertifizierter Energieberater, stellt sich das anders dar. Er darf aber als technischer Zeichner nicht rausgehen und eine Energieberatung machen. Okay. Also Sie können jetzt zum Beispiel, Herr Klitzke, für verschiedene Bereiche jemanden einstellen, der für die Sachen erledigt. Der hat ja die Qualifikation dazu. Der ist technischer Zeichner und darf nach Ihren Vorlagen die technischen Zeichnungen erfüllen. So, aber er darf jetzt als technischer Zeichner nicht raus und eine Energieberatung machen. Nachvollziehbar. Ja. Ja, vielen Dank erstmal für die Frage und auch für die Antwort dafür. Gibt es denn weitere Fragen aus dem Auditorium? Ja, guten Abend, Frau Schweikert. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich bin Stefan Mock. Ich gehöre auch zum Vinaba-Team. Ich habe gesehen, als Sie die Leistungen Ihrer Versicherung da aufgelistet haben, dass die rückversicherbar bis auf 5 Jahre sind. Nee, 1 Jahr Rückwärtsversicherung. Ja. Sie müssen sich vorstellen, das ist eine Nachhaftung im Prinzip. Und zwar müssen wir 2 unterscheiden. Mein Vertrag läuft noch, den ich abgeschlossen habe, aber mein Projekt ist abgeschlossen. Und dann habe ich 5 Jahre noch eine Haftung. Das heißt, wenn ein Spätschaden auftaucht, das sind ja auch Feuchtigkeit und Schimmelpilzebefälle, die tauchen ja erst nach 2-3 Jahren auf und nicht sofort während der Ausführung. Ne? Dann, und das ist auf einen Fehler meiner Energieberatung und Planung und Fachplanung hinaus zurückzuführen, dann gilt das als versichert. Genau, darauf wollte ich hinaus, denn die KfW fordert uns ja nun mal auf, die Unterlagen 10 Jahre lang bereitzuhalten und auch 10 Jahre können die Projekte geprüft werden. Das kann auch sein, dass erst nach 8 Jahren auffällt, dass gegebenenfalls ein Fehler vorgelegen hat. Wie geht man dann damit um? Also bei der Versicherung muss es ja zum Schaden gekommen sein. Wenn ein Fehler auffällt, ist aber kein Schaden entstanden. Ja, aber es wäre zum Beispiel das Gebäude ist vielleicht aufgrund einer Fehlplanung eben nicht förderfähig. Und das ist was anderes, dann reden wir von Fördergeldbeantragung. Ne? Mhm. Und auch das ist in dem Rahmen dessen nicht länger als 5 Jahre dann versichert. Das ist aber ein guter Ansatz, das muss ich mir mal eben aufschreiben, einen Moment. Das kläre ich auch nochmal gesondert ab, Herr Mock, mit der Förderfähigkeitshaftung. Ja, macht mich nämlich auch gerade ganz nervös. Ja, ja. Ne? Das ist aber alles, was nervös macht, ist gut, weil das können wir klären. Also Sie sagen, die KfW sagt 10 Jahre aufbewahren. Ganz genau, und 10 Jahre prüffähig, genau. Das heißt, im schlimmsten Fall tatsächlich, nach 9,5 Jahren kommen die vorbei und prüfen halt die kompletten Berechnungsunterlagen und die Nachweise und ja, dabei kann ja durchaus gut sein, dass aufgrund einer falschen U-Wertberechnung eben das Gebäude dann nicht mehr oder nicht die Förderbedingungen erfüllt, die es eigentlich hätte erfüllen sollen. Mhm. Natürlich gibt es dann auch Nachrüst- oder Nachreichungsmöglichkeiten. Ja, es ist ja nicht immer gleich schwarz und weiß, aber grundsätzlich ist ja dann erstmal ein Schaden entstanden und ja. Aber das ist ja ein sehr, sehr guter Punkt zur Nachverhandlung mit den Gesellschaften. Das werde ich auf jeden Fall berücksichtigen und dann auch dem Herrn Klitzke und Ihnen das Ergebnis zukommen lassen. Das wird nicht ganz so schnell gehen, weil wir jetzt erstmal auch außer Haus sind aufgrund einer internen Veranstaltung mit unserer Schornsteinfeger-Erinnerungsgruppe. Und das heißt, ich werde erst Ende nächster Woche, übernächster Woche damit so anfangen. Ich kläre das aber über möglichst kurzen Weg und informiere Sie dann. Okay. Was mir apropos Fördergeldberatung noch am Herzen liegt, ist ganz wichtig. Es gibt ja die Fördergeldberatung einmal für Gebäude und einmal für Nichtgebäude, also für Firmen. Man sollte es bei der Fördergeldberatung auch lassen und nicht die Antragstellung übernehmen bei Firmen. Warum? Weil es passiert Folgendes. Ich mache eine Antragstellung, sagen wir mal, wir reden hier vom Fördergeldsumme 1,5 Millionen insgesamt. Es stellt sich heraus, ich habe mich vertan, das ist eine GmbH, die ist gar nicht förderfähig. Und nach 2,5 Jahren sagt man, das war's, Geld wieder zurück. Das muss ja das aufgefangen werden. Das heißt, ich stelle so einen Anspruch an den Versicherer, der sagt dann, ich habe eine Fördergeldbeantragung gemacht, sieh mal zu. Der wird
natürlich erstmal prüfen und es möglichst lange hinausziehen und nicht unbedingt gleich 2,5 Millionen Ersatzleistung auf den Tisch legen. Da hat er ja gar kein Interesse dran. Mhm. So, das heißt also, es wird Zeit vergehen. Das kann natürlich auch dafür sorgen, dass so ein Unternehmen in Schieflage gerät. Weil die müssen ja gucken, wie es weitergeht, einen Kredit zurückbezahlen, die haben die Problematik. Das heißt, alle Folgen, die daraus dann entstehen, sind wiederum nicht versichert. Die meisten Unternehmen selber haben eigenes Büro. Die meisten Unternehmen sind selber in der Lage, über einen Steuerberater, über einen Rechtsanwalt diese Anträge zu stellen. Also ich würde dringend aus haftungstechnischen Gründen, die noch nicht absehbar sind, weil wir natürlich auch ein Thema haben, wir haben noch nicht so eine Schadenskontrolle. Im Baunebengewerbe kann ich in zig Schäden nennen und kann dann 30 Mal sagen, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Da haben wir gute Schadenserfahrung. In dem Bereich nicht. Das heißt also, wir wissen noch gar nicht, in was für Haftungsthemen der Einzelenergieeffizienzberater reintrudelt, wenn er Firmen berät in dem Bereich und dann auch noch die Antragstellung übernimmt. Ich kann nur davon abraten. Okay. Das heißt, das ist, wenn ich da kurz einhaken darf, heißt das, die Antragstellung als Bevollmächtigter, dass ich den Antrag für die Firma stelle oder dass ich grundsätzlich die Energieberatung für Nichtwohngebäude durchführe? Also ich kann eine Energieberatung für Nichtwohngebäude durchführen, indem ich tatsächlich berate, so nach dem Motto, du hast hier einen Anspruch auf Fördergelder, mach mal, aber ich führe die Antragserstellung nicht aus, auch nicht via Vollmacht, weil eine Vollmacht enthaftet mich nicht, ne? Eine Vollmacht ist eine Vertrauensbasis. Das heißt, wenn ich mit meinem Kunden eine Vollmacht unterschreibe, wie ein Maklermandat, ist ja auch nichts anderes als eine Vollmacht, dann muss der Kunde davon ausgehen dürfen und müssen, dass ich weiß, was ich mache und weiß, wovon ich rede. Er vertraut mir. Und wenn am Ende dann sich herausstellt, dass meine ganzen Fördergelder, die ich ihm zugesagt habe und beantragt habe, nicht umgesetzt werden, dann heißt das nicht, nur weil ich eine Vollmacht habe, stehe ich dafür nicht in der Haftung. Doch, ich stehe trotzdem dafür in der Haftung. So, und bei einer Firma ist halt der Unterschied, dass da Arbeitsplätze dranhängen und eine Firma in Schieflage kommen kann. Da kann ein Produktionsausfall durch entstehen, eine Betriebsunterbrechung kann entstehen, eine vorübergehende Insolvenz kann sogar entstehen, je nach Liquidität. Also wenn ich das mal hochspinne und ganz extrem nehme, und dann muss ich sagen, und das sind alles Folgeschäden aus der Fördergeldberatung. Aber das ist nicht das Thema, was versichert ist, sondern in der Fördergeldberatung ist ja nur das Fördergeld als solches versichert. Und auch nur die Antragstellung darüber und nicht die Folgeschäden daraus, wenn so eine Antragstellung nicht funktioniert. Okay, das habe ich, glaube ich, soweit verstanden und nehme das auch gerne mit. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es halt tatsächlich darum, nicht in die Vertragspartnerschaft mit der KfW zum Beispiel hineinzurutschen, indem man halt Aufgaben übernimmt, der eigentlich der Bauherr bzw. die Firma übernehmen soll. Genau so ist es. Im privaten Bereich ist es, also bei Wohngebäuden ist es nicht ganz so schwierig, weil da ist es so, dass 1:1 bezahlt wird, die Antragstellung geklärt ist, dadurch nicht unbedingt eine Schieflage kommen kann, da kann man mit einer Bank reden, deswegen geht der Kunde ja trotzdem noch arbeiten und wird nicht arbeitslos. Ne? Also da geht es dann nicht um Unterhaltszahlung etc. pp. Aber im Bereich von der Firma, das sind Risiken, das halte ich für sehr schwammig und da kann ich nur jedem von abraten, das zu tun. Gut, vielen Dank. Gerne. Darf ich kurz einhaken? Und zwar, ich mache die nächsten beiden Tage die Weiterbildung für die 16427 Energieaudit und damit ist man auch berechtigt, das KfW-Programm 295 zu erfüllen, das heißt praktisch Energieeffizienzsteigerung in der Produktion, jetzt mal ganz platt gesagt. Ich habe dafür auch schon ein Angebot geschrieben, weil mich eine Firma gefragt hat. Da geht es halt um einen Austausch von ein paar Maschinenteilen, um eben die Effizienz zu steigern. Wie muss ich mich denn für Energieaudit 16427 und für KfW 295 absichern? Also, das ist genau das, was Sie brauchen. Sie brauchen eine Energieberatung mit Planungsarbeiten. Das heißt, Sie brauchen tatsächlich die Architekten-Ingenieursdeckung mit dabei, damit Ihre Anlagentechnik, das, was Sie da planen, auch als versichert gilt, wenn da was draus falsch gelaufen ist, es zum Sach- oder Vermögensschaden kommt. Dann die andere Sache ist,
diese Audits, das habe ich, kläre ich gerade ab. Genau das hatte ich nämlich gestern auch auf dem Tisch, dass wir dieses Audit auf jeden Fall mit dabei haben. Das kriegen Sie bei uns auch versichert. Sie müssen es nur mit angeben, dass Sie dieses Audit nach 16 Strich sowieso oder 2.4 oder wie es am Ende heißt, auch mitversichert gilt. Und die Produktion und die Firmen ist ja drin, weil wir versichern ja die Energieberatung nach DIN 18599. Das heißt, die Energieberatung im Firmenbereich ist mitversichert. Also von daher gilt das, gehört das dann dazu. Okay, nee, also da bin ich von ausgegangen. Und das Programm KfW 295, das ist ein ganz konkretes Programm für Energieeffizienz in der Wirtschaft und Produktion. Und da geht es halt leider auch um hohe Summen jeweils. Größere Energieberatergesellschaften, die stellen sich da ein bisschen, ein bisschen lockerer auf und verlangen da jeweils eine Erfolgsbeteiligung zwischen 7,5 und 12,5%. Ja, also unabhängig von den Fördergeldern, die der Firma für den Austausch der Maschinenteile gezahlt werden, wird für die Fördergeldabwicklung solche Summen verlangt, was ja bei, ja, keine Ahnung, also sind ja dann meistens so 500, 600, 700.000 Euro Fördergelder, was ja schon erhebliche Beträge sind. Ist das wirklich mit in so einer Versicherung drin? Also wenn da irgendwas schief geht und die Firma einem dann wirklich... Erstmal müssen wir prüfen in Ihrer Versicherung, die Sie haben oder haben wollen oder haben, erstmal wie hoch sind denn Ihre Versicherungssummen in der Fördergeldberatung? Ne? Damit fängt das an. Dann müssen Sie nachfragen, ob auch die Antragstellung mit dabei ist. Zum Beispiel über so ein Förderprogramm. Ne? Ja. Fehler, die daraus resultieren können. Das sind Sachen, die würde ich Ihnen an Ihrer Stelle einfach mal in so einer E-Mail formulieren und dann meinen Versicherer anschreiben und mir das bestätigen lassen oder nicht. Wichtig ist eben, dass nicht nur die Fördergeldberatung versichert gilt. Also ich kenne in der Fördergeldberatung so Summen, dass die versichert sind bis 300.000 oder eben 500.000 oder so wie bei uns im Konzept ist bis zu 1 Million mitversichert gilt bei den Vermögenshaftpflichtschäden. Ne? Darunter fällt die Fördergeldberatung. Und wenn man da eine 1 Million Versicherungssumme hat, hat man die und dann geht es immer noch darum, hat man Serienschaden etc. und all so ein Kram. Und da fängt dann eben die echte Beratung auch an in dem Bereich, ne? Dass man wirklich sieht, was machen Sie genau. Und wenn Sie mit diesem Programm arbeiten, 295 der KfW, dann ist das eine Frage, die sich bestätigen lassen müssen. Ne? Aber wie gesagt, die Folgeschäden daraus sind dann nicht unbedingt versichert, wenn es zum Produktionsausfall kommt. Das würde ich mir alles bestätigen lassen an Ihrer Stelle dann. Ne? Okay. Weil gerade das ist ja der Punkt. Ne? Also wenn ich zum Beispiel bei einer Antragstellung durch einen Fehler bei der Antragstellung kein Fördergeld gekriegt habe, so ist das ja zu verstehen, dann wird auch der Ausfall des Fördergeldes bezahlt, aber die Folgeschäden nicht unbedingt daraus. Und genauso ist es da in dem Bereich. Und nehme ich jetzt also so ein Programm zu Hilfe, wie das KfW-295-Programm, was Sie so gerade mir genannt haben, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, dann ist es so, dass Sie, wenn Sie da einen Fehler machen und das Fördergeld deswegen nicht gezahlt wird und die Antragstellung ist mitversichert, ob ich das jetzt über so ein Programm mache oder anders mache, spielt dann keine Rolle. Dann kriege ich dieses ausgefallene Fördergeld, was abgelehnt wird aufgrund einem Fehler in der Antragstellung, ersetzt. Aber bis das geklärt ist und es kommt bis dahin dann zum Beispiel zum Produktionsausfall und die Firma steht still, weil die irgendwelche Ersatzkredite sich besorgen muss und sagt, ich kann das nicht zurückzahlen, jetzt seht mal zu und unter Druck kommt und unter Dampf kommt, dann ist das ein Thema, das sind Schäden, die auf jeden Fall nicht daraus bezahlt werden. Zurzeit noch nicht. Ja? Also wichtig wäre einfach, wenn Sie schon versichert sind, dass Sie den Versicherungsschein, den können Sie zum Beispiel mir gerne mal einmal zukommen lassen. Ich gucke mir das gerne mal an und schaue da mal, was haben Sie da überhaupt und was ist da alles mit dabei, was kann man erkennen, was im Deckungskonzept mit enthalten ist in dem Bereich und was nicht. Ich formuliere Ihnen dann auch gerne die Fragen und lasse Ihnen das als E-Mail wieder zurückkommen und Sie leiten es weiter an den Versicherer. Okay, super. Also die Möglichkeit besteht. Das ist vielleicht der einfachste Weg für Sie jetzt in dem Moment. Ja, okay. Das ist sehr nett. Das wäre auch eine Frage gewesen, die mir gerade auf der Zunge lag.
ob Sie denn Interesse daran haben. Vielleicht entsteht daraus ja auch ein Versicherungswechsel. Aber dass unsere Teilnehmer, die jetzt hier gerade vor Ort sind, gegebenenfalls bei Fragen auf Sie zukommen können. Können auf jeden Fall auf mich zukommen. Und das ist ja auch eine Win-Win-Situation, weil ich lerne ja auch dadurch. Ich habe ja mich schon also in vielen Dingen eingelesen. Aber zum Beispiel war mir neu, dass die KfW jetzt ein Programm hat für die Berechnung im gewerblichen Bereich, also für Nichtgebäude. Und das ist natürlich ein Punkt, den ich jetzt gerne aufnehme und dafür sorge, dass der Bereich dann auch entsprechend als versichert gilt. Genauso wie ich das geklärt habe mit den Audits, dass wir die Audits genannt kriegen wir müssen und dann entsprechend mit eingeschlossen haben, ne? Auch in dem Bereich. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die ergeben sich jetzt aus der Praxis. Und umso mehr Kontakt ich habe, umso mehr Menschen mir ihre Fragen stellen, umso mehr kann ich im Prinzip auch unser Produkt maßschneidern und weiter daran arbeiten, ne? Also was Besseres kann mir gar nicht passieren. Von daher gerne. Prima, vielen Dank. Darf ich noch eine ganz blöde Frage stellen? Und zwar, Aßmann Versicherungs, also das heißt, Sie schneidern selbst ein Produkt oder vertreiben Sie ein Produkt einer großen Versicherungskette? Also Sie müssen sich vorstellen, man unterscheidet ja zwischen Generalagenten, das sind Selbstständige, die im Auftrag einer einzigen Gesellschaft arbeiten und deren Produkte vertreiben, nur als Selbstständige eben. Das sind sogenannte Generalagenten. Das sehen Sie mal in so Agenturen von der LVM oder die Signalagenturen, die Sie gesehen, oder von AXA. Ne? Das sind Generalagenten. So, und dann haben Sie auch Schließlichkeitsvermittler, das sind Angestellte, zum Beispiel im Außendienst, die dann auch die Produkte ihrer Gesellschaft, für die sie angestellt sind, arbeiten. Und dann haben Sie einen Makler. Und der Makler ist derjenige, der mit allen Gesellschaften, die es auf dem Markt gibt, zusammenarbeiten kann und sich aussuchen kann, mit wem er arbeiten kann und eben dann auch individuelle Produkte verhandeln kann. Das heißt also, ich habe jetzt hier einen Energieberater, sehe die Lücken und sehe das Problem, dass es halt da Nicht-Ingenieure gibt, die aber diese Deckung dringend benötigen. Dann baue ich das Ganze auf. Wie sieht das fachlich aus? Wie sieht der Ausbildungsbaustein aus? Dann gehe ich auf die Versicherer zu und sage, wir haben hier einen dringenden Bedarf. Das ganze Berufsfeld hat sich kolossal geändert und auch für die Zukunft. Und wir haben da auch von der Gesetzgebung her einen Riesenmarkt, dann müssen die natürlich auch Zahlen sehen, weil die wollen Geld verdienen und Prognosen und sagen sich, jo, das wäre lukrativ, das ist eine gute Sache und dann geht es rein, dann verhandelt man in den Versicherungsumfang und auch die Prämien. Und das können Makler leisten, das kann kein anderer leisten. Okay. Das heißt, das ist jetzt komplett individuell. Ne? Ja. Also wir haben jetzt ein komplett individuelles Produkt, das ist Aßmann, auch ein Rahmenkonzept von Aßmann exklusiv für eben Energieberater geöffnet, die keine Architekten und Ingenieure sind. Okay, aber ich schließe dann die Versicherung nicht bei Aßmann, sondern bei... Mit der Gesellschaft. Das ist so ein Rahmenvertrag, den wir machen, ne? Ein Sonderkonzept. Das ist ja einer Gesellschaft angeschlossen. Und mit der Gesellschaft gehen Sie dann praktisch den Vertrag ein, dieses Sonderkonzept. Aber der Versicherer stellt nur uns das Sonderkonzept, was wir verhandelt haben, zur Verfügung. Aha. Das ist das Geheimnis. Das heißt, da kann nicht einer von außen hin oder sonstiges, sondern das ist unser eigenes Sonderkonzept, was der Versicherer mit uns gemacht hat. Wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen mit der Versicherung nicht mehr arbeiten, dann machen die Bücher zu, aber wir haben auch keinen Zugriff mehr auf das Konzept dann. Weil das gehört letztendlich der Gesellschaft und uns. Das ist unsere vertragliche Vereinbarung untereinander. Ne? Ah, okay. Okay. Der Makler ist immer dazwischen geschaltet und haftet auch für alles, was er macht. Ne? Das heißt, so ein Makler haftet einfach auch dafür, dass er sie unterversichert oder auch überversichert. Ne? Also auch nicht richtig berät oder nicht die Dinge nicht richtig erklärt oder aufzeigt. Und der Makler ist halt derjenige, wenn was verkehrt läuft, mit denen sie Kontakt haben und denen sie in Haftung nehmen, weil dafür unterschreibt man dann letztendlich irgendwann den Makler, den Auftrag, und macht die Verträge da. Ne, während jetzt bei einer Ausschließlichkeit sie mit der Gesellschaft verhandeln, wenn was schief läuft. Genauso wie beim Generalagent. Da sitzt immer eine Gesellschaft dahinter und wenn es zum Theater oder zur Klage käme, würden sie immer mit der Gesellschaft klagen. Und in diesem Fall würden sie mit uns das Gespräch führen. Ne? Und wir hätten den, wenn wir einen hätten, einen Rechtsstreit miteinander. Deswegen legen wir jetzt bei uns im Haus ja auch ganz viel Wert darauf zu gucken, worum es geht. Ne? Weil uns wurde ja viel vorgeworfen, was ich so gehört habe, wir wollen nur teure Prämien verkaufen. Da muss ich mir den Kopf schütteln, weil ich ganz ehrlich sage,
billig verkaufen ist ja ganz einfach. Ne? Das wäre der einfachste Weg für uns gewesen. Aber wir haben die Lücke entdeckt mit dem Herrn Klitzke und einem anderen Ingenieur zusammen. Da hatten wir ein Gespräch und da ist mir ganz schlecht geworden, als wir uns damals unterhalten haben, weil mir war ja gar nicht so bewusst, was ein Energieberater alles macht. Und wir haben jetzt die Lösung gefunden. Wir haben, was Besseres kann ein Energieberater nicht mehr kriegen. Und genau das ist unsere Aufgabe als Makler. Darf ich vielleicht mal gerade dazwischen fragen? Aus der Erfahrung heraus, wie gestaltet sich das dann für einen Energieberater, wenn er jetzt sagt, er möchte zu Ihnen wechseln? Muss er sich da jetzt Gedanken machen, dass der Versicherungsschutz vielleicht nicht durchweg gewährleistet wird? Oder wie läuft das dann in der Regel ab? Also es ist ja so, er hat ja vorher keine Architekten- und Ingenieursdeckung gehabt. Und damit hat er ja ein Jahr Rückwärtsdeckung erstmal auf die Projekte, die ein Jahr vor Abschluss des Vertrages gelaufen sind. Weiter geht die Rückwärtsdeckung nicht. Das heißt, wenn er schon 3 Jahre tätig ist, kriegt er dafür auch rückwirkend keine Versicherung in dem Bereich. Hätte aber sowieso nicht gehabt, weil nach dem alten Vertrag wäre er auch nicht versichert gewesen. Ja? Da gibt es auch keine individuellen Regelungen durch Mehrkosten, oder? Nein, machen die nicht, weil Sie müssen sich vorstellen, es ist sowieso schon schwierig, einen Ingenieurversicherer zu finden, die das noch machen. Dazu kommt, dass die in der Regel sehr teuer sind. Und wir haben ja, dadurch, dass wir Energieberater ja nicht vollumfänglich arbeiten wie ein Architekt oder Ingenieur, sondern abgespeckte Leistungen der Fachingenieure übernehmen und der Architekten, haben wir auch sehr gute Preise verhandelt. Das heißt, in der Regel zahlen Sie auf bei uns 50% weniger als das, was Sie für eine echte, für eine vollumfängliche Architekten- und Ingenieursdeckung haben müssten, wenn Sie die sonst absichern würden. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen ein Jahr Rückwärtsdeckung verlängert haben, dann muss man das genau begründen. Und das ist eine individuelle Prüfung. Da kann ich Ihnen sagen, aus Erfahrung her, 98% wird abgelehnt. Mhm. Okay. Und wir haben halt keine große Wahl in dem Bereich. Wir haben das große Glück, letztendlich einen Versicherer gefunden zu haben, der uns eine Architektenleistung bringt für eine Sachschadendeckung für Menschen, die nur Einzelmaßnahmen machen, damit die so eine nicht ganz so viel bezahlen müssen wie die anderen. Und dann haben wir einen Versicherer gefunden, der eine Ingenieursdeckung uns zusagt, sogar zwei, mit Prämienversicherungsumfang, die das geöffnet haben für die Energieberater. Und wenn Sie jetzt mal gucken, wie viele Ingenieursversicherer es auf dem Markt gibt, dann werden Sie sehen, dass das schon eine Riesenleistung ist, dass wir da so ein individuelles Paket geschnürt bekommen haben und das praktisch von 3 Gesellschaften. Ne? Ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist gar nicht so einfach, einen geeigneten Versicherer zu finden, der einen mit offenen Armen empfängt. Genau. Auch als Ingenieur war es nicht so einfach. Also nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Eine Kfz-Versicherung zu finden war deutlich einfacher. Genau. Sie hatten gerade schon die Kosten angesprochen, 50% günstiger. Im Chat kam gerade die Frage, ob Sie was zu den Kosten sagen können oder vielleicht, wenn man es so nicht einschachteln kann, ob man vielleicht die Parameter benennen kann, die halt die Kosten verursachen oder bestimmen. Also es kommt immer darauf an, welchen Versicherungsumfang wähle ich, ne? Gerade jetzt im Sachen- und Vermögensbereich, 300, 500 oder 1 Million. Versicherungssumme, dann geht's, und das andere ist die Honorarsumme, von der das abhängt. Und diese beiden Parameter, da habe ich ein Tarifbuch und nach Tarifbuch wird das dann errechnet und dann kann ich in die Prämie nennen. Mhm. Ja? Gibt es einen mittleren Wert für Erfahrungswerte für Energieberater, die selbstständig alleintätig sind? Warten Sie mal. Ich mache mal eine Beispielrechnung. Einen Moment. Ich weiß auch nicht, derjenige, der Interesse daran hat, hat er eine Honorarsumme zur Verfügung, die er mir nennen kann? Ich denke, er hat die Frage ja gehört. Ich möchte ja noch kurz antworten. Einfach den Ton anschalten. Ja, guten Abend, Mechler hier, hallo. Guten Abend. Ja, nein, ich kann Ihnen keine Honorarsumme nennen, weil ich noch gar nicht angefangen habe. Gut, also nehmen wir jetzt mal an. Ich gehe jetzt mal von der Höchstdeckung aus. Ja. Ich nehme mal an, Sie machen also auch viel Fördergeldberatung, sind da in dem Bereich auch fleißig unterwegs. Jetzt ja. Nicht unbedingt für Firmen, aber auch im privaten Bereich halt fleißig unterwegs. Und wir können auch davon ausgehen, dass Sie mit Bausoftware arbeiten. Richtig, ja. Da müssen wir auch den Serienschaden gut abdecken. Da empfehle ich dann immer die 3 Millionen für Personen und 1 Million für Sachschäden.
und Vermögensschäden, das wird in Zukunft wahrscheinlich auch höher werden. Wir wollten erstmal abwarten, wie sich das Ganze überhaupt entwickelt. Und dann verhandle ich mit dem Versicherer irgendwann mal weiter. Das gehen wir davon aus, wir nehmen mal davon an, Sie wären jetzt am Anfang bei im Startbereich im ersten Jahr bei 50.000. Das ist Honorarsumme, die Sie machen im ersten Jahr. Jetzt warten Sie, müssen wir mal kurz rechnen. Dann zahlen Sie 1.153 Euro netto. Pro Jahr, ne? Ja, okay. So. Gut, jawohl, vielen Dank. Ne? Wie gesagt, da ist dann die prämienfreie Bürohaftpflicht mit dabei. Ich kann Ihnen empfehlen, Sie werden im Netz verschiedene diverse Rechner finden. Da können Sie mal Ihre Risiken eingeben. Ja. Dann werden Sie sehen, dass das also gut das Doppelte sonst kostet. Ne? Ja, mir war das jetzt nicht klar mit den Ingenieurleistungen. Da ich einfach mal zu meinem Makler bin, mein Makler meines Vertrauens bei der Allianz, ja, und der hat mir eine Versicherung angeboten. Und die ist natürlich deutlich günstiger, aber da werde ich jetzt mal halt genauer drauf schauen müssen, was die wirklich versichern. Ja, ja, also ich denke davon, dass das eine Berufshaftpflicht für Energieberater ist. Ja. Weil die kriegen sie überall auf dem Markt. Ja. Ne? Und die haben Personen, Sach- und auch Vermögensschäden drin. Und sie werden immer die Aussage kriegen, das reicht. Richtig, ja. Man muss sich keine Sorgen machen. Das liegt aber daran, dass sie immer noch von einem Beruf ausgehen, der mal war, den es gar nicht mehr in dieser Form gibt. Ja, wenn sie ja. ihrem Sachbearbeiter dann das mal alleine von der KfW zukommen lassen würden, die energetische Fachplanung der KfW, das Heftchen, was da alles enthalten ist, und sie lassen sich dann bestätigen, dass sie kein Risiko eines Ingenieurs haben und eines Architekten, das ist fein. Das lassen sich dann jedes Jahr wieder neu bestätigen und im Schadenfall kriegen sie dann eine Hammelbeine. Wird zwar lange dauern, aber sie kriegen ihn. Ne? Ja, also aber das sagen alle. Ich habe, als ich mit dem ersten Versicherer verhandelt habe, das ist also noch, auch noch unser Mutterschiff und für den habe ich früher mal gearbeitet, ist kein Geheimnis, die Nürnberger, da kann ich Ihnen sagen, da wurde mir glatt als Antwort gesagt, das brauchen die nicht, die haben ja eine Berufshaftpflicht und außerdem Fachplanung geben die doch eh ab. Ja, genau. Weil ich Antwort nicht bekommen habe. Ne? Also das waren ganz schöne Diskussionen und wahnsinnig viel Aufarbeitung der fachlichen Tätigkeit der Energiefachberater und Beratung an die Fachabteilung, die die Entscheider sind bei den Gesellschaften, damit erkannt wird, welche Problematik da eigentlich hinterliegt. Ne? Ja, gut, vielen Dank. Ja, dann werde ich da mal nachhaken. Machen Sie das. Und Dankeschön. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, ich zeichne das auf, ich stelle Ihnen dann einen Text zur Verfügung und dann schicken Sie das mal rüber. Das ist auch gar kein Hexenwerk, das werden Sie sehen. Ne? Das ist auch für Sie komplett nachvollziehbar, dass Sie da eine vernünftige Entscheidung nachher für sich fällen können und sehen, wo es endet. Jawohl, vielen Dank. Gerne doch. Ja, recht herzlichen Dank auch von mir natürlich für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Ich wäre damit erstmal durch. Ja, also wichtig ist halt einfach, man kriegt keine Architekten- oder Ingenieursdeckung für kleines Geld. Das gibt es nicht. Nein, das ist klar. Irgendwo muss es ja auch einen Gegenwert darstellen. Auch für die Versicherung soll es halt Spaß machen. Das Schwierige für uns ist natürlich jetzt erstens zu verstehen und nicht nur für uns, sondern auch für die Versicherer, wie das Leistungsfeld eines Energieberaters 2022 überhaupt aussehen soll. Und das könnte ich ja noch nicht mal richtig beantworten, wenn ich es wollte. Ja, also nicht so eingrenzen, dass man sagen könnte, das ist die scharfe Grenze. Ja, das ist das halt. Ne? Also so genauso fällt es mir zurzeit schwer zu sagen, ich kann zum Beispiel im Baunebengewerbe kann ich sagen, da kommt der Handwerker, der installiert eine Toilette, beschädigt dabei die Fliesen, das ist ein Tätigkeitsschaden, wird übernommen. Da kann ich zig Schadensbeispiele bringen, die sind alle eindeutig und sauber. In diesem Bereich ist das alles so übergreifend, dass vieles an den Schadenabteilungen liegt, wie die das interpretieren und sehen. Und dann die andere Sache ist, teilweise aber sehr eindeutig wiederum ist, ich kann aber keine Linie ziehen und einfach sagen, von der Tätigkeit, nehmen wir mal eine Wärmebrückenberechnung, der Bereich gehört zu der Normaldeckung und das ist Ingenieurstätigkeit. Wer soll das auseinanderdröseln? Das ist ja eine Jahrhundertarbeit. Das macht auch gar keinen Sinn. Ne? Man muss sich halt entscheiden, mache ich jetzt energetische Fachplanung und will ich eine Vollkasko oder eine Teilkasko haben? Ne? So muss man das betrachten, so sehe ich das.
Wenn ich eine Vollkasko haben will, muss ich die Ingenieursdeckung machen. Will ich mit einer Teilkasko leben, mache ich eine normale Berufshaftpflicht für Energieberater und lebe damit weiter. Ja, aber dann lebe ich auch eben mit dem Risiko, den ich auch habe, wenn ich ein neues Auto eben nicht Vollkasko versichere und mir was passiert. Das ist ja genau der Punkt, wie genau muss man hinschauen, wie genau muss man überlegen bei den Anbietern, was biete ich an als Leistung. Ich bin Ingenieur, ich bin Bauphysiker, ich glaube, ich bin gut versichert, vom Berufswegen her schon. Aber dennoch ist es ja so, dass selbst dabei noch viele Fragen offen bleiben, die einen, wenn man zu lange drüber nachdenkt, nicht schlafen lassen. So ist es. Und da gilt es sicherlich noch viele Gespräche zu führen. Also ich bin für jede Information dankbar, weil, wie gesagt, umso mehr kann ich dann in die Tiefe gehen und natürlich das Konzept auch entsprechend weiterentwickeln, weil das war ja auch das Ziel von Herrn Klitzke und mir ganz am Anfang, dass wir gesagt haben, wir starten jetzt hier. Wir haben jetzt erstmal einen Start, dass wir überhaupt eine Ingenieurs- und Architektendeckung haben und auch mit einem super Konzept. Das ist die VAV, die dahinter steckt, die Württembergische, die haben sich auf Bau Architekten- und Ingenieursleistung spezialisiert. Die haben also einen super Prämienschutz. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Das heißt, wir sind schon mal alleine von den Gesellschaften auf der Gewinnerseite, gerade was Energieberatung im Baurecht beanlagt. Und die andere Sache ist, jetzt müssen wir halt in die Tiefe gehen. Ne? Und das wird sich jetzt nach und nach rauskristallisieren, so wie ich jetzt gesagt habe, okay, das Audit ist eine Sache, aber eben das KfW-Programm 295, das werde ich mir jetzt nochmal zur Brust nehmen und auch entsprechend mit unseren Versicherern klären. Ich werde nochmal klären, wie sieht es aus, wenn ich im gewerblichen Bereich, eben in dem Anlagenbereich, die Fördergeldberatung mache und die Antragstellung dann eben über dieses Programm. Wie sieht es da aus, was wird davon übernommen tatsächlich und was nicht und in welchem Umfang dann? Wie gesagt, nach wie vor ist aber egal, was versichert gilt oder nicht versichert gilt. Ich von meiner Seite her, wenn ich mir die Haftungsthemen angucke und was zurzeit auf dem Markt versicherbar ist, würde zu diesem Zeitpunkt in keinster Weise eine Antragstellung für die Firmen übernehmen, solange ich dafür hafte. Also dann würde ich mich enthaften lassen in irgendeiner Form und mal mit dem Rechtsanwalt sprechen. Vielleicht können wir das auch darstellen, ich werde mal mit unserem Chef sprechen, ob wir vielleicht den Energieberatern Enthaftungsschreiben zur Verfügung stellen. Da in dem Bereich, sodass die Firma dann eben das Risiko auch für sich übernimmt, wenn sie den Auftrag übergibt und nicht einfach sagt, komm, ich mache es nicht und gebe das ab, weil ich weiß, wenn was schief geht, habe ich jemanden, den ich an Hammelbeine kriege. Ne? Also so geht es ja auch nicht. Also wir müssen uns mal überlegen, da gibt es verschiedenste Lösungen, aber das muss ich jetzt erstmal alles sacken lassen. Das ist ja die nächste Gefahr, ne? Dass man da halt doch auf Gegner trifft, die man vielleicht falsch einschätzt oder gar nicht einschätzen kann. Und die dann plötzlich... Also ich kann Ihnen sagen, meine Hauptklientel, ich komme ja aus dem Gewerbebereich und im Industrieversicherungsbereich und ich habe eigentlich gar keinen Privatendkunden. Ne? Das habe ich mal ganz am Anfang gehabt, als ich vor 26, 27 Jahren jetzt damit angefangen habe. Aber ich habe mich halt spezialisiert mit meinen Anreitern und bin eben im Gewerbebereich unterwegs und habe dann irgendwann verschiedenste Fortbildungen gemacht, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Und habe mich da sehr gut aufgestellt. Und ich stelle halt immer fest, dieses Gewerbeklientel ist ein Klientel, was ich sehr gut auskenne. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der macht es sich ganz einfach, der sagt, ich habe einen Riesenvertrag bei euch, wir zahlen eine Riesenprämie, das ist im Industriebereich, wir zahlen ja auch eine Riesenmarke und das wissen die auch. Und die wissen, dass so ein Makler natürlich auch so eine Riesenprämie, wenn die plötzlich wegfallen würde, ein Riesenproblem hätte. Werden ja auch Löhne und Gehälter bezahlt. Ne? Naja, und der sagt ganz klar, nö, ich mache das einfach nicht. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Wenn er den Versicherungsschutz oder die elektrische Revision nicht macht, der Anlagen, dann habe ich ein Problem im Schadenfall und das fällt auf mich zurück und wir haften dann. Also ich kann dann entweder beten, dass er keinen Schadenfall hat und wir als Makler nicht am Ende haften, weil er wird uns volles von unserem Regress nehmen, weil er sagt, nee, das ist ja nicht meine Schuld, ihr habt mich ja nicht beraten. Und ansonsten, wenn ich es nicht mache, dann schmeißt mich doch raus. Dann dürft ihr mich als Kunden auch nicht weiter behalten. Das heißt, die wissen schon ganz gut, mit dem Geld umzugehen. Ja, Freunde wird es da wohl wenig geben. Das ist richtig. Und am Ende dessen, wenn es um Kohle geht, also ich kenne Kunden, die für 500 Euro ein Theater machen, wo unser eins sagen würde, 500 Euro ist ja viel Geld, aber das würde ich mir nie antun. Und sie glauben gar nicht, was da für Kriege entstehen. Und das sind hauptsächlich Gewerbekunden. Von Privatkunden habe ich auch nicht. Darf ich mal ganz naiv fragen? Also ich persönlich bin jetzt auch privat, würde ich jetzt sagen, ach ja, ich habe meinen Berater seit fast 20 Jahren, bin also immer bei
bei den Versicherungen, die er auch anbringt, die kenne ich jetzt namentlich. Wenn das jetzt für einen unserer Teilnehmer zum Beispiel auch so eine Frage wäre, wechsle ich in eine andere Versicherung, ist das ähnlich wie bei der Bank, dass wenn die so ein Paket herausbringen, dass die darüber dann auch immer rückversichert sein müssen? Also falls die Versicherung es in 10 Jahren die Versicherung nicht mehr gibt, oder gibt es da auch Rückversicherungen? Im Sachbereich, also immer. Ja, also da gibt es immer Rückversicherungen, und die Versicherer müssen auch das Geld an die Seite legen, damit sie im Kommunschaden oder im Großschaden auch bezahlen können. Ne? Also brauche ich mir eigentlich über den Namen der Versicherung gar keine Gedanken machen. Wenn ich die Prämie gezahlt habe und der Vertrag stichfest ist, dann... Ja, man sollte sich schon angucken, was hat denn so eine Versicherer im Portfolio? Ne? Also wenn ich schon was mache, also sagen wir mal so, so Versicherer wie AXA, so Versicherer wie Signal, wie VHV, wie die Nürnberger, wie die Allianz. Da sind ja alles große Versicherer, die haben auch entsprechende Rücklagen und Kapitalanlagen, also Kapital im Rückhalt. Ne? Also das können Sie auch einsehen, da können wir uns gerne mal so drüber unterhalten. Und wenn Sie jetzt bei einem nicht so ganz großen Versicherer sich irgendwo versichert haben, da sollten Sie schon gucken, was hat der für eine Kapitaldecke. Ne? Mhm. Genau, darauf war ja eben die Frage gezielt. Genau, das schon. Also die sind halt für... aber das heißt nicht, dass sie eine liquide Kapitaldecke haben. Und dann kommt es immer darauf an, wie gezahlt wird. Und dann wird ja auch meistens, je nachdem, wie bei einer Insolvenz, der größte Schuldner wird als erstes bedient. Und wenn sie Pech haben, sind sie am Ende dran und kriegen nicht mehr so viel. Ne? Okay. Gut, vielen Dank. Gerne doch, ne? Aber ansonsten muss ich auch sagen, ich würde nicht einfach so wechseln. Was ich machen würde, ist einfach mal mir selber aufschreiben, was habe ich eigentlich alles an Versicherungen da. Und dann würde ich meinen Vertreter oder meinen Betreuer, wen ich da habe, wenn ich den schon seit Jahren habe, einfach mal ins Gespräch nehmen und mich mit dem in Ruhe unterhalten. Und ganz wichtig ist, dass sie immer eins nicht vergessen, ich bin jetzt spezialisiert. Es gibt aber viele Außendienstler, die müssen ja auf der gesamten Ebene unterwegs sein. Die können nicht so tiefes Grundwissen haben und so spezialisiert sein. Das muss man da auch mal nachsehen. Und die nicht direkt steinern, nur weil sie vielleicht gewisse Dinge nicht wissen. Also, aber das sollte Ihnen bewusst sein im Gespräch. Das heißt, wenn Sie in einer bestimmten Versicherungsfrage auf gewisse Dinge, Parameter besonders Wert legen, dann sollten Sie sich das auch immer schriftlich bestätigen lassen. Mhm. Und zwar schriftlich. Und nicht, mach dir keine Sorgen, das hast du schon alles, was ich schon für Argumente gehört habe. Wir reden jetzt seit 10 Jahren, ist nichts passiert, die passiert die nächsten 30 Jahre auch nichts und all so ein Scheiß. Man baut ja auch auf persönlicher Ebene einen Bezug, wenn man so lange miteinander zu tun hat, auf. Vielleicht kennt man denjenigen aus der Nachbarschaft oder sonstiges. Und das Ganze lässt alle blind werden, alle Parteien, nicht nur die eine Partei. Und dann kommt der Alltag dazwischen, die Zeit rast und ehe man sich versieht, sind 3 Jahre ins Land gekommen und keiner hat sich mehr gerührt und ich habe Verträge da, die vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß und richtig für mich sind. Ne? Also das würde ich mal machen. Ich würde mir überlegen, worauf lege ich besonders Wert, was ist mir wichtig in der Versicherung, wogegen will ich geschützt werden, so wie wir heute halt festgestellt haben, der Erfüllungsschaden ist nicht versicherbar. Ne? Muss man halt auch im anderen Bereich vielleicht wissen, was habe ich tatsächlich. Ich glaube, das ist heute ganz deutlich herausgearbeitet worden und sicherlich auch bei fast oder bei allen angekommen, dass es wichtig ist, eben sich doch die Zeit zu nehmen und zu schauen, ob da alles mit dem grünen Haken versehen werden kann. Wie gesagt, und ich kann nur mich anbieten und stehe gerne jederzeit zur Verfügung und einfach anrufen und dann besprechen wir es und gehen die Fragen ein. Ich gucke mir gerne so einen Versicherungsschein an. Wie gesagt, ich lerne dadurch ja auch und kriegt Informationen. Von daher ist das ja auch eine Gefälligkeit, die auf Gegenseitigkeit beruht. Und dann schauen wir, wohin die Reise geht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Prima. Ja, Frau Schweikert, Sie haben uns abgeholt. Sie haben uns in die Welt der Versicherung hineingeführt. Sie haben uns mit neuen Terminis vertraut gemacht und Sie haben uns ein wenig wachgerüttelt, dass wir uns unseren eigenen Versicherungsschutz nochmal anschauen. Sie haben uns sensibilisiert für die wichtigsten Punkte und wir haben, glaube ich, gemeinsam herausgearbeitet, und das fand ich auch so spannend an der heutigen Diskussion,
dass das Berufsbild des Energieberaters nicht engmaschig ist, sondern dass es breit aufgestellt ist, dass wir uns in dem Wohngebäude und im Nichtwohngebäude und auch in den Audits zu Hause finden. Und je nachdem, mit welchem Ausbildungsgrad wir der Energieberatung gegenüberstehen, auch unterschiedlichen Versicherungsschutz genießen müssen, damit wir auch morgen noch sorgenfrei unserer Tätigkeit nachgehen können. Wenn keine Fragen mehr sind aus dem Auditorium, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass Sie, liebe Zuhörer, uns zugehört haben, dass Sie, Frau Schweigert, uns Rede und Antwort gehalten haben. Und wir sagen vielen lieben Dank. Wir werden, glaube ich, das Thema immer wieder mal aufholen, denn wir haben auch mitgenommen, dass es ein dynamischer Prozess ist, dass wir voneinander lernen können und dass wir uns an die Aufgabenfelder herantasten und dann auch abklären müssen, wie können wir hier das Profil verschärfen oder schärfen und wie können wir eventuell zusätzliche Versicherungsleistungen, die heute noch nicht bekannt sind, mit aufnehmen. Deswegen sage ich vielen lieben Dank und wünsche allen Zuhörern und Zuschauern einen angenehmen Abend. Vielen Dank. Ja, danke schön. Wiederhören. Dankeschön. Wiederhören.